Liebe Gemeinde, lassen Sie uns gemeinsam an die Tiefpunkte unseres Lebens denken. Und schalten Sie nicht ab, auch wenn ich mir vorstellen kann, dass es abschreckend ist, an diese Momente zu denken, an das Dunkelste, das, was mich zum Verzweifeln gebracht hat, was mich traurig gemacht hat und was mich heute noch zurückschrecken lässt. Doch gleichzeitig glaube ich auch, dass darin immer eine große Chance zur Veränderung lag. Vielleicht etwas Positives entstanden ist, worauf ich heute noch stolz bin. Das im Hinterkopf kann ich ein wenig besser verstehen, dass Jesus Christus von sich selbst sagt, im Johannesevangelium in Kapitel 12, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber in die Erde fällt und dort stirbt, trägt es viel Frucht. Wir vertrauen vor Ostern darauf, dass das Leben Christi Frucht für uns bringt.